Yo Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Im letzten Part haben wir uns Zoras Flossen geholt. Damit können wir jetzt auch in tiefen Gewässern schwimmen und kommen an ungelegene, bisher unerreichte Orte heran. Zum Beispiel an dieses Herzteil. Das ist doch schon mal was. Du hast ein Herzteil gefunden. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir schon 2 von 4 bis zum nächsten Herz. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Das freut uns ungemein. Und dann können wir gleich noch an eine besondere Stelle, aber da kommen wir gleich erst hin. Einen Moment bitte, bis es soweit ist. Haben Sie noch einen Moment Geduld, bis es soweit ist. Wir sind gleich da. Denn hier oben, der Wasserfall, der ist schon besonders auffällig. Da können wir rein. Wunder, werfe etwas hinein und Wunder werden geschehen. Wirst du es tun? Ich werfe etwas. Wähle einen Gegenstand mit dem Steuerkreuz und wirf ihn mit Epsilon. So, ich weiß zufällig, dass wir den Bumerang reinwerfen können. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Hast du was geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich, das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Jetzt kriegen wir nämlich den magischen Bumerang. Du hast den Zauberbumerang. Er lässt sich schneller werfen und reicht weiter. Ist doch schon mal was. Außerdem können wir noch was hier drin machen, tatsächlich. Da gehen wir gleich nochmal rein, denn die Dame hier, die kann uns noch was verzaubern. Nämlich. Na, wo ist er denn? Den Schild. Mit dem Schild können wir das gleiche tatsächlich machen. Und auch der sollte uns verbessert werden. Jo, war ich wenigstens, bist du ehrlich? Na dann, gebe mir her. Dein Schild wurde stärker, jetzt stützt es dich sogar gegen Feuerbälle. Ey, cool, okay, das ist praktisch. Gut, aber das war es erstmal, was wir jetzt machen wollten. Jetzt geht es storytechnisch tatsächlich erstmal weiter. Jetzt machen wir storytechnisch weiter, aber dazu müssen wir erstmal wieder nach oben kommen. Dazu müssen wir erstmal wieder nach oben gelangen, bis wir da sind. Dauert es einen Moment, ne? Wir müssen nämlich jetzt hier hoch irgendwie. Irgendwie müssen wir hier hochkommen, ne? Das ist erstmal die Devise. Von hier aus kann man ja jetzt nicht ran, aber von irgendwo anders werden wir schon rankommen. Ich weiß zwar noch nicht von wo, aber das finden wir heraus. Das finden wir schon heraus. Von wo wir da lang gehen können überhaupt. Lang gehen können, müssen, dürfen, wie auch immer. Wir finden da schon was, keine Sorge. Keine Sorge, da bin ich guter Dinge. Und können wir auch mal diesen kleinen Block hier hochnehmen, ist ja nicht der Rede wert, den mal eben hochzunehmen. Das machen wir doch mit links. Mensch, geh mir aus den Augen. Du kleines komisches Ding. Ja. Gut, das war jetzt nicht so das, was ich machen wollte, aber gut. Was sind wir hier? Hier ist doch auch was drin, oder? Ist hier was? Nö. Sah nur so aus, als ob hier was sein könnte, aber ist gar nichts. Alles eine Lüge. Na gut, dann ist es halt so. Waren wir hier schon mal drin? Keine Ahnung. Nö, aber sieht auch noch nicht aus, als ob ich hier rein möchte. Keine Ahnung. Wir lassen es mal lassen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay, wir sind irgendwo hier auf dem Friedhof. War interessant. Sind wir hier richtig vielleicht sogar? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. Ich habe zumindest gelesen, dass wir von der Kathedrale aus starten könnten, rein theoretisch, aber ja, ist jetzt auch so eher relativ, ne? Auch eher so relativ, von wo wir da starten sollen dann. So, den haben wir erstmal über den Haufen gerannt, auch gut. Schauen wir hier beim Friedhof kurz mal rüber, weil warum nicht? Das könnte schon richtig sein da oben, oder? Die Höhle da. Wenn wir da irgendwie rankommen, aber ich glaube, hier kommen wir nicht so einfach ran. Na gut. Wir werden schon einen Weg finden. Beziehungsweise ich werde gleich mal von der Kathedrale ausgehen und werde kurz mal pausieren, denn ehe ich hier herumirre oder sowas, nützt ja auch nichts. Wir sehen uns gleich. Ja, seht ihr mal, war ganz gut, dass ich nachgeguckt habe. Ich wäre jetzt nämlich spontan rechts lang gegangen und hätte auf den Friedhof geguckt, aber nein, wir gehen erstmal nach links. Wir gehen nach links und dann nach oben. So machen wir es richtig. Ich weiß gar nicht, ob hier auf dem Schild gleich was draufsteht oder ob da nur Kakariko steht. Da steht nur Kakariko. Dann lassen wir es bleiben. Ne? Dann gehen wir halt weiter hier hoch.
Dann gehen wir halt weiter hier hoch. Irgendwo kommen wir schon an. Irgendwo kommen wir schon an. Da oben nämlich. Da oben möchte ich hin. Achtung, Lebensgefahr. Betreten des Todesberges streng verboten. Okay, dann werden wir wohl unseren Pflichten nachkommen und dort reingehen. Dann werden wir unseren Pflichten natürlich nachkommen und dort reingehen. Egal. Egal, was das Schild uns sagt. Ich glaube, hier bringt mir eine Lampe auch nicht viel, oder? Also nicht mehr als gewöhnlich. Von daher, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die ausrüsten sollte, aber ich glaube eher weniger. Schauen einfach mal hier durch und gucken einfach mal, wo wir hier langkommen. Hier ist auf jeden Fall der Abgrund, am Abgrund entlang, da wollen wir nicht entlang. Wir müssen nicht durch den Monsun. Mal hier oben. Außer Gegner, außer nervige Gegner. Nicht mehr nervige Gegner, toll. Okay, gut, da kommen wir also nicht lang. Schön zu wissen, da können wir schon mal nicht lang. Alles klar, dann machen wir halt hier weiter. Ah, ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich dich, begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Ja, ist okay, von mir aus. Solange du mir nicht zur Last fällst, ist das alles in Ordnung. Ah, guck mal. Geht's auch weiter. Hier geht's auch weiter, hinter dem. Hinter dem jungen Mann geht es weiter. Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts entlang. Bist du auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Ich habe so das Gefühl, der Mann hat ein bisschen Böses mit uns vor, aber vielleicht täuscht ich ihn auch. Gehe lieber nach rechts, weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Arcanim versucht durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der sieben Weisen sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Okay, wobei, er sagt mir die richtigen Wege. Er sagt mir so halbwegs richtige Wege. Von daher, lassen wir es einfach mal so stehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von ihm halten soll. Ob er jetzt gut oder böse ist, das weiß ich nicht. Ob gut oder böse, das weiß man nicht genau. Aber gut, wir vertrauen dem Mann. Wir vertrauen dem Mann erstmal, dass die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Noch etwas, falls du in einen magischen Teleporter gerätst, dann schaue in diesen Spiegel. Okay, er ist sogar doch ganz gut. Du hast den Zauberspiegel. Er ist klar, blau und schön, aber was ist das? Fühlt sich wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Okay. Wie dem auch sei, ist das dein Haus hier? Ist das dein Haus, Kollege? Der hinterhältige Zauberer hat den König arglistig getäuscht. Er versuchte nun mittels Magie den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Ein grauenvoller Gedanke. Wenn ihm das gelingt, im Turm auf dem Berg befindet sich die sagenhafte Mondperle. Finde sie auf jeden Fall. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist dir Erholung zu verschaffen. Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Okay. Er macht also, dass ich leben darf. Das ist schön. Dass ich mich erholen kann. Ich weiß nicht, ob ich hinter ihm lang muss oder ob ich erstmal rechts schauen soll. Schau erstmal kurz rechts. Ob hier noch irgendwas ist, ne? Sieht fast nicht so aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ob ich jetzt durch sein Haus gehen soll oder nicht, ist die große Frage aller Fragen. Ich gehe mal durch sein Haus. Ich würde schon nicht schaden, wenn wir mal durch sein Haus gehen. Einmal kurz durch seine Behausung. Ey, das mit dem Felsen ist aber auch böse. Die Felsen sind ja aber auch ein bisschen gemeingefährlich, aber okay. Ne? Lassen wir es mal so im Raum stehen. Klauen wir ihm noch sein Geld, sein Hab und Gut. Und ja, er lebt mit Monstern also im Einklang. Ist auch in Ordnung. Wenn er da zufrieden ist mit seinen Mitbewohnern hier, mit seinen Monsterlies, dann will ich ihm da gar nicht reinreden. Wenn er damit zufrieden ist, dann ist das halt so, ne? Komme ich hier irgendwo Sinnvolles lang? Oder ich habe absolut keine Ahnung, ne? Ob ich jetzt den richtigen Weg eingeschlagen habe oder nicht? Ich habe absolut keine Ahnung.
Aber das werden wir schon sehen. Da werden wir schon sehen. Wahrscheinlich ist das hier einfach nur so ein... Hey, du hättest hier gar nicht hingemusst. Du bist eigentlich vollkommen umsonst hier lang gelaufen. Oder es ist eine Abkürzung, je nachdem. Oder es ist einfach nur ein anderer Weg nach oben. Ich glaube, es ist scheißegal, oder wie ich gegangen bin. Ich glaube, es ist tatsächlich scheißegal, wie ich gegangen wäre oder bin. Wahrscheinlich kommen wir hier unten auch irgendwo dann gleich zu dieser Treppe, die wir jetzt schon gesehen haben. Und dann wäre es auch okay gewesen. Boah. Okay, ich verstehe, das Spiel möchte mich ganz schön ärgern. Das Spiel möchte mich an der Stelle ganz schön ärgern. Hier haben wir eine Brücke, über die wir nicht rüberkommen. Das ist auch gut. Auch gut. Bringt uns also absolut gar nicht gerade. Just in diesem Moment. Okay, den können wir nicht bewegen. Den können wir nicht bewegen, das war ja abzusehen. Aber man wollte es ja trotzdem mal probieren. Hallo. Hallo, wollte ich gerade sagen. Aber wir sollten aus der Höhle da, wo wir raus... Ich starte bei der Berghöhle, da möchte ich mal starten. Okay. Ich würde sagen, wir heilen uns und wir sehen uns gleich oben wieder, weil ich brauche euch jetzt nicht die Höhle nochmal zeigen. Bis gleich. Wir sind natürlich mal wieder absolut den verkehrten Weg gelaufen. Wir hätten einfach nach links weiterlaufen sollen. Das wäre die richtige Devise gewesen. Denn hier sind wir richtig. Diese Höhle führt zurück zum Dorf Kakariko. Da möchten wir nicht hin. Wir möchten nach oben. Wir möchten einmal straight nach oben. Zu dieser großen Treppe hier. Dann schauen wir mal, was uns hier oben erwartet. Das ist unser Ziel für heute. Da oben ist was Tolles. Das ist ein Portal. Ich will mal ganz kurz in die Höhle reinschauen, mal schauen, was in der Höhle ist. Ich glaube aber, wir müssen durch das Portal tatsächlich. Aber man kann ja mal kurz gucken, ne? Hier kommen wir eh nicht weiter. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier könnten wir rein theoretisch nur auf die unterste Ebene fallen oder wieder zurück auf die andere Ebene fallen. Aber das machen wir nicht. Das machen wir mal nicht heute, ne? Lassen wir mal lassen. Wir betreten das Portal hier. Und sind ein Hase. Oder so ähnlich. Okay. Was auch immer. Ich glaube, wir haben unsere Fähigkeiten gerade nicht, ne? Wir können weder schlitzen noch irgendwas anderes. Toll. Das ist ja auch herzallerliebst. Na gut. Das heißt, wir müssen uns einen Weg mit dem Hasen hier vorbeibahnen an irgendwelchen Orten und ja. Herzlich willkommen in diesem Level. Herzlich willkommen in dieser, ich glaube, das ist die Schattenwelt, ne? Schattenwelt wird es, glaube ich, genannt. Ja, viel was anderes als nach unten zu gehen, bleibt uns gerade nicht. Bleibt uns gerade an der Stelle nicht. Ja. Können wir irgendwie springen oder so? Ich meine, wir sind ein Hase. Würde für mich Sinn machen, aber wahrscheinlich eher auch weniger. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir lang müssen. Und bevor ich jetzt hier ziellos rumirre, sehen wir uns gleich wieder. Ja gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe, sonst hätten wir, glaube ich, hier komplett herumgeirrt. Wir gehen einfach nochmal zurück. Treppe hoch und dann können wir nämlich, ja, wir haben ja ein Item bekommen, ne? Das sollten wir vielleicht auch nutzen. Dann, das macht Sinn. Mehr oder weniger. Denn hier oben können wir es nutzen. Da können wir diesen sogenannten magischen Spiegel nutzen. Muss man erstmal drauf kommen, aber ja, nicht toll. Auf jeden Fall haben wir hier einmal das Herzteil gefunden. Wunderbar. Und jetzt weiß ich auch nicht weiter. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Dann gehe nach oben und springe hinab. Okay. Also einfach hier hoch. Aha, guck mal, da ist es. Da ist es schon das Ziel der Begierde. Nämlich der nächste Tempel. Der da heißt Heras Turm. Boy, ich sehe schon. Okay. Das machen wir also. Hier mit Platten und sowas. Mit tollen Platten. Das könnte ein Spaß werden. Ich glaube, hier will man so schnell wie möglich die Karte haben, oder? Also würde ich jetzt so bezeichnen zumindest.
Aber gut, mit dem Schlüssel kommen wir auch erstmal. Mit dem Schlüssel kommen wir auch erstmal ein bisschen weiter. So, ich glaube, wir müssen es wieder zurück machen, weil sonst sind wir ja da gefangen, oder? Ja, sonst wären wir hier gefangen gewesen. Wäre ja auch nicht Sinn der Sache gewesen. Wäre ja auch nicht so Sinn der Sache gewesen. Daher schauen wir hier einfach mal entlang. Mhm. Solche Lurche haben wir hier. Solche Lurche, die können nervig werden, ne? Die können rein theoretisch mal nervig werden. Ja, er gibt mir jetzt schon Bomben. Ich sehe schon, dass er irgendwann möchte, dass ich Bomben einsetze. Ist mir schon bewusst. So. Die Kugel machen wir aber noch nicht. Wobei, sie wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Sie wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen für den Anfang, aber egal. Aber egal. Machen wir die Gegner hier platt. In Hoffnung, dass die... Es sieht so aus, als ob sie ein Item geben könnte, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Okay, weird. Okay, das ist sehr weird. Was verschlossen? Da brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Das ist ja jetzt... Na gut, dann fallen wir halt wieder runter. Dann fallen wir halt wieder runter, weil... Toll. Toll. Okay. Ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, aber mal sehen, ob ich wirklich verstehe. Das wird sich noch zeigen. Ob ich wirklich verstehe, zeigt sich, wenn wir diesen Timeber irgendwann schaffen. Ob ich das wirklich richtig verstehe, sehen wir dann. Mal gucken. Erstmal den Kollegen hier besiegen, der nervt mich nämlich. Und bitte sei die Karte. Dankeschön. Dankeschön. Das ist die Karte. Mit X können wir sie aufrufen. Dann schauen wir erstmal kurz, wie uns das hier, was uns hier erwartet. Okay. Aha, aha. Ja, relativ rein theoretisch kleiner Dungeon halt mit großer Wirkung. Ne? Kleiner Dungeon, große Wirkung. So kann man es jetzt einfach mal ausdrücken. Durch gewisse Umstände, dass wir hier so ein bisschen Rätsel raten dürfen. Jetzt passiert. Ich habe diesen Spiegel noch ausgerüstet, habe ich verstanden. Trotzdem hätte das jetzt nicht. Also raus teleportieren wollte ich mich jetzt nicht. Aber jetzt wissen wir auch mal, falls wir uns mal raus teleportieren müssen, wie es funktioniert. Ne? Flo, ich bin es, der Dorfälteste Sahasrala. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verliesen, in den Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Ja, danke, habe ich gerade herausgefunden. Schön. Tatsächlich habe ich das gerade herausgefunden. Auch ohne deine Hilfe. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. So mal angemerkt, nebendran, ne? Mal kurz angemerkt, so nebendran. So. Ich will hier mal. Ich muss mir mal einen Überblick verschaffen, sage ich mal. Erstmal einen Überblick verschaffen, dann wird das schon was. Och nö. Sowas habe ich jetzt gar keinen Bock. Oh, das ist wirklich furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Mit der Scheiße hier, mit den Bodenplatten. Wie lange soll ich denn das aushalten? Wie lange soll ich denn da ausharren? Bis alle Bodenplatten weg sind, oder? Hier ist aber auch nichts, ne? Hier ist aber auch nichts. Wahrscheinlich ist es der eine Krug, den ich noch nicht angepeilt habe, der... Nee. Hä? Der mir hier Erfolge verbringt, oder auch nicht? Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich bin mehr als verwirrt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da schon hin muss oder nicht oder wie auch immer. Es ist ein bisschen verwirrend. Ein bisschen unaufschlussreich, muss ich sagen. Mama, kannst du mich abholen, bitte? Ich gehe da jetzt nicht nochmal runter, oder? Halt, ich weiß es nicht so richtig. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht so richtig. Aber so richtig andere Alternativen habe ich ja gar nicht. Aber halt, was fehlt mir da? Was fehlt mir da? Da muss mir ja irgendwas fehlen. Oder irgendwas muss ich machen können. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Mich hier einfach hinter verstecken? Nee, ne? Klappt auch nicht so ganz. Klappt auch nicht so ganz. Ja, ich werde jetzt einfach mal hier die Bodenplatten ausharren müssen. Ich werde jetzt einfach mal versuchen auszuharren. Wenn nicht, dann ist eh egal, weil dann bin ich den Part, wenn ich es nicht schaffen sollte. Ja, dann beende ich jetzt den Part und werde mal nachsehen, was ich machen muss. Ich habe
Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn es ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye, bye.